Strahlender Sonnenschein und eine Top-Location. Ideale Voraussetzungen also für das Kippertreffen in Bislich, veranstaltet vom Nutzfahrzeuge-Veteranen-Center in Kooperation mit der Nutzfahrzeuge-Veteranen-Gemeinschaft. Noch viel erstaunlicher, weit über 100 Kipper der unterschiedlichsten Hersteller gehen an den Start und ihre Besitzer haben dafür nicht selten Anreisen von mehreren hundert Kilometern auf eigener Achse in Kauf genommen. Wie zum Beispiel Jens-Peter Holm mit seinem historischen Magirus Deutz von 1957. Jetzt wartet er mit dem 62 Jahre alten Kipper darauf, beladen zu werden. Die Ladestelle in der Kiesgrube entspricht bis ins letzte Detail der guten alten Zeit. Das ist schon so, wie es früher war, so wie ich das auch in meiner Kindheit erlebt habe. Das erste Fahrzeug, was ich bewusst wahrgenommen habe als Baustellenkipper, war halt ein Magirus. Auch die Menkbagger, die hier in Hamburg-Altona-Ottensen gebaut wurden, waren eigentlich die Bagger, die auf den Baustellen vorkamen, so wie es halt früher wirklich war. Und dazu gehört natürlich auch die richtige Kleidung und eine Mütze und eine Pfeife, die dann die Fahrer so im Mond hatten. Alles hat Helmut Hoffmann nach Bislich geschafft, da, wo erwachsene Männer eine Kiesgrube als riesigen Sandkasten nutzen. Helmut ist Szenekenner und verfügt über einen enormen Sachverstand. Unterwegs ist er mit einem Faun von 1952. Natürlich ist auch dieser 130 PS Kipper ein richtiges Schätzchen, noch dazu im Originalzustand. Aber auch alles andere hier ist in die Jahre gekommen, hat aber nichts von seiner Funktionstüchtigkeit eingebüßt. Das gilt für die historischen Kipper, die Bagger und die Raupen. Und obwohl alles funktioniert, darf hier noch lange nicht jeder machen, was er will. Ja, ich denke mal, das wäre eine mittlere Katastrophe. Weil, wie gesagt, die meisten sind ja Hobbyleute, die sich so ein LKW angeschafft haben, die ja gar nicht wissen, wie das früher hier so gewesen ist. Man darf hier auch nicht diese Materialien durcheinander kippen. Man muss sich schon an die Gepflogenheiten, die wir vorgegeben kriegen, halten, sonst geht's nicht. Und weil es trocken ist, staubt es natürlich. Aus diesem Grund ist sogar ein Wasserwagen im Einsatz. Für die Teilnehmer gilt deshalb langsam fahren, damit die Nachbarn sich nicht aufregen und es ja keinen Ärger gibt. Doch immer wieder muss Helmut den Gästen ins Gewissen reden. Dann ist er gleich beendet hier. Weil der hat gestern schon die Polizei geholt, weil er staubt. Und wir haben einen Wasserwagen, der fährt jetzt da drüber. Darum bitte langsam. Etwa 1000 Gäste sind zu der Veranstaltung gekommen, doch angesichts der Größe des mehrere Hektar großen Areals nimmt man sie gar nicht wahr. Aber wie groß ist die Szene der Kipperfreunde und Fans von historischen Nutzfahrzeugen hierzulande überhaupt? Es gibt mit Sicherheit so um die 10.000 Fans von historischen Nutzfahrzeugen, von denen auch viele Leute nicht nur ein, zwei oder drei Autos haben. Wir kennen auch Sammler, die haben mit Sicherheit 20, 25 Autos. Nur die werden natürlich auch nicht in der Öffentlichkeit alle präsentiert. Viele Leute haben einfach nur Spaß, haben die Fahrzeuge in irgendeinem heimlichen oder privaten Museum, sage ich mal, untergebracht, setzen sich dann am Wochenende mal dahin oder machen private Stammtische und erfreuen sich einfach nur an ihrem Hobby. Und da hat sich der Erste auch schon festgefahren. Da scheint der Fahrer des MAN mit Anhänger den sandigen Untergrund wohl unterschätzt zu haben. Ihn selbst scheint das aber nicht zu stören. Wir sind hier ja, sorry, im Sandkasten. Meine Frau sagt immer, Männer werden 7 Jahre alt. Danach wachsen sie nur noch. Ich sage immer, das ist hier wie früher im Sandkasten, nur in groß. Der erste Versuch schlägt fehl, aber gründlich. Der Fahrer hat das Lenkrad nicht festgehalten. Retter in der Not ist schließlich Helmut Hoffmann. Er weiß nicht nur, wie man so etwas hinbekommt, sondern sorgt auch dafür, dass es für den Kipperkollegen gleich weitergeht. Die Freude an diesem Wochenende ist groß. Überall wird geladen und natürlich gekippt. Auch wenn es nur wenige hundert Meter bis zur Abladestelle sind. In den Lastwagen sitzen alte Hasen, aber auch Männer, die einfach nur Spaß haben wollen. Und aufgepasst, denn wenn man genau hinschaut, da gibt es doch tatsächlich auch einige Frauen, die dieses Hobby für sich entdeckt haben. Die Technik dahinter, also dass das so unterschiedlich zu heute ist. So, wenn man heute Tempomat rein und man hört den Motor fast gar nicht mehr. Das Einzige, was man so wirklich hört, ist so ein Turbolader. Und hier hört man halt wirklich, wie das Getriebe noch arbeitet und wirklich die Kraft, die dahinter steckt.
Und damit bringt es Maren schon in jungen Jahren auf den Punkt. Alles, was von gestern ist, löst Erinnerungen oder irgendwie auch Gefühle aus. Beim LKW bedeutet das, es ist Technik, die man noch spürt oder tatsächlich noch erleben kann. Oder wie sehen Sie das? Hier ist es so, da hat man im Sandkasten mitgespielt. Der Nachbar hatte vielleicht einen LKW. Es ist nicht so viel Elektronik in den Fahrzeugen. Man fühlt einfach, wie das Fahrzeug fährt, wie es arbeitet. Ich bin dabei, weil die ganze Familie dabei ist und wir sehr gerne hier sind, weil wir die ganzen Leute sehr gut kennen und die alten Autos ja sonst nicht mehr auf den Straßen zu finden sind. Am Ende aber sind historische Kipper vor allem treue Wegbegleiter. Sie haben geschleppt und geschuftet und in den meisten Fällen dazu beigetragen, dass sich wirklich etwas bewegt hat. Und wieder kommen Erinnerungen ins Spiel an Baustellen um die Ecke, die Fertigstellung einer Straße oder sogar an die Erfüllung des Traums von den eigenen vier Wänden. Ohne Kipper läuft nichts.